Jo, Leute, was geht ab? Aber wieder am Start gekommen zu einem neuen Video auf Minecraft Stadt, meine Freunde. Wir befinden uns gerade hier auf unserem Taxistand. Deswegen, da mache ich mal direkt. Oh, Leute, weil jemand Neues ist dazugekommen. Ein neuer YouTuber. Und wir müssen Max direkt das Geschäft machen, weil Max ist auch da. Leute, und wir müssen Max das neue Auto kaufen, damit wir direkt ein Auto heute machen können. Weil ein neuer YouTuber ist da. Ich werde ihm das Auto leihen, damit er direkt so, ja, hier farmen kann. Leute, wir werden den Preis direkt machen. Eigentlich kostet das, ja, 500, ich glaube 500.000 Dollar. Ich weiß nicht, aber lass mich den einfach mitholen. So, wir fahren mal hier hin. Ist der hoffentlich noch in seinem... Max! Max! Leute, verdammt, wir müssen mal gucken. So. Abgeschlossen. Hallo? Ali, hallo! Maxi! Verdammt, er ist nicht da, Leute. Ah, da hinten, da hinten! Hallo! Hallo! Amir, bist du's? Kian? Ich hab sogar gerade gesagt, ich will gleich zu Amir rüber. Was geht? Herzlich willkommen in der Stadt! Was geht ab? Wie geht's, Bro? Oh, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Was hältst du von meinem McDonald's? Oha! Hast du ein McDonald's hier? Ja, ich hab ein McDonald's gebaut. Muss ich mal direkt angucken. Gibt's schon zu essen da oder ist noch im Bau? Noch nicht, ist noch, im nicht. Bau. Ich mache jetzt hier noch die Parkplätze fertig und dann... Alles klar, alles klar. Ey, hast du Max zufällig gesehen? Leider nicht, leider nicht. Max, bist du da? Ich hab dir mal geschrieben. Ja, wie gefällt's dir? Warte, ich packe mein Auto direkt weg. Eine Sekunde. So, direkt mal ein bisschen hier wegparken. Alles gut. So. Ja, gut, dass du hier bist. Also, ich habe mich auch hier schon ein paar Tage breit gemacht. Wenn du mal ein Auto brauchst, ich habe auch ein Autoverleih. Du hast ein Autoverleih? Ich habe schon gesehen, du hast auch so Taxi, ne? Ja, Taxi, genau. Also, wenn du irgendwo hin musst, ruf Amir, Amir fährt dich, ist gar kein Problem. Einfach Taxi, ist ja geil, das ist cool. Also, wenn ich bin auf jeden Fall erstmal dabei, hier das fertig zu machen. Dann wollte ich eh so mich darum kümmern, dass das Business hier im Restaurant ein bisschen läuft, ne? Dass ich hier gute Kundschaft habe und die Leute hier regelmäßig sich was zu essen kaufen. Weil ich glaube, Essen ist so die beste Idee, wo man hier ganz, ganz gutes Geld machen kann. Ja, genau, Anschließend habe ich dann gedacht, dass ich, wenn alles läuft. Aber ich sag ja so, ne? Wenn du mal eine Tour machen musst, Essen abholen oder Geschäft unterwegs, ne? Also bevor du dir ein ganzes Auto kaufen musst, dann kannst du ja eins für einen Tag mieten. So geht ja auch, ne? Ist ja... Ja, eigentlich theoretisch ist das echt eine gute Idee. Ja, vielleicht mache ich das sogar. Gerne. Du weißt ja, wo mein Taxistand ist. Da einfach vorbeischauen und dann geht das schon easy. Kian ist jetzt auch auf der Minecraft-Stadt. Das ist nice, Leute. Das heißt, wir haben wieder einen mehr. Einen potenziellen Kunden haben wir mehr, meine Freunde. So, dann fahren wir mal ganz kurz hier rüber. Ich muss zu meinem Taxistand fahren, weil ich brauche halt, ne? Ich muss hier gerade was machen, Leute. Ich muss mal gerade gucken, ob ich irgendwie rankomme. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss kurz hier was erledigen und bis gleich, meine Freunde. So, meine Freunde, wir haben jetzt ein bisschen gewartet, aber bis Max kommt, habe ich noch ein paar Sachen vor. So, und genau, und zwar, Leute, ich würde gerne ein Hochhaus bauen, meine Freunde, ja? Ich will mein eigenes Hochhaus hier bauen. Wir haben einiges hier vor. Ja, Leute, der Tag ist leider immer ein bisschen kürzer. Muss ich nur überlegen, wo kann ich das schöne Ding bauen? Jetzt hat er leider das McDonald's dahin gebaut, der Kian. Und danach wird es halt schwieriger. Soll ich ein kleines Hochhaus? Ich hätte halt Bock auf ein Hochhaus, sag ich euch so, wie es ist. Oder ich baue es halt nebendran hier, aber ich weiß nicht. Ist hier was zu bauen schlau? Oder soll ich... Oh, Leute, ich habe eine Idee. Ich weiß, wo ich es bauen kann. Vielleicht mache ich hier noch ein bisschen den Platz weiter und baue das Hochhaus dann hier hin. Hier zwischen der Karte und wo Flauschis Tower ist. Ja, doch. Könnte ein gutes Ding sein. Und dann baue ich hier auch automatisch mein... Ah, dann kann ich hier auch direkt meine eigene Tiefgarage bauen, Leute. Ich glaube, hier ist ein guter Platz. Hier ist ein guter Platz. Den bauen wir und ich werde mit ein bisschen orangen Akzenten arbeiten, ja. Mit orangen Akzenten. Max hat so schwarz, hier so grau-weiß gemacht. Flauschi in ihrem Pink. Und Leute, ich mache ja natürlich alles in orange. Das seht ihr natürlich fest. Deswegen, aber wir müssen natürlich erstmal noch ein bisschen Geld holen gehen, Leute, weil ich möchte gerne noch eine Pistole haben, ich möchte ein Auto bei Max kaufen und ich möchte das Hochhaus bauen, beziehungsweise schon mal anfangen. Das Ganze werden wir dann hoffentlich in einem Livestream fertig bauen. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ein bisschen arbeiten, Leute, und dann sehen wir uns wieder, wenn ich fertig bin. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Ich muss dazu immer ein bisschen rausfahren und dann so ganz viel Erde abbauen, aber ist ja nicht schlimm.
Oh mein Gott, Leute, ich bin fast runtergefallen. Ich bin der beste Autofahrer. Leute, wir sehen uns später wieder. So, Leute, wir haben uns jetzt hier ein bisschen was gefarmt. Ich habe jetzt 37.000. Oh, warte mal, Leute, hier ist ja ein Dingster-Typ. Blutbeutel, aber nee, brauchen wir nicht. Meine Freunde brauchen wir nicht. Leute, was ist das hier eigentlich? Hä? Hier ist eine Leiter nach unten. Wer bist du denn? Schwarzmarkt? Was gibt's denn im Schwarzmarkt? Wir haben eine Pistole, Leute, für 20.000. Oh mein Gott. Das ist die Pistole. Das ist die Pistole, meine Freunde. Damit hat Max mir immer Ärger gemacht. Leute, wir können uns vielleicht jetzt... Oh mein Gott, was klappt damit alles? Entschuldigung! Entschuldigung! Oh, wir können sogar nachladen. Oder die tun lieber schnell weg. Ich habe mir eine Pistole gekauft. Und jetzt kann ich mir noch ein Auto kaufen, meine Freunde. Eieieiei. Wir müssen... Leute, Max hat mich angeschossen und so und jetzt noch nicht bei mir entschuldigt. Ich glaube, wir verstecken die Waffe aber lieber einmal. Wir verstecken die lieber. Er hat mir auch gesagt, er hat eine Ender-Chest oben, Leute. Wir werden die Waffe da reintun, weil ich will die Pistole nicht benutzen, Leute. Pistolen sind sehr gefährlich. Und demnach wurde die Ender-Chest hier. Hier. Meine Freunde, wir haben jetzt hier unsere Pistole und alles andere reingetan. Ich werde hier wieder aufmachen und wir gehen wieder runter in meine... Ja, Leute, jetzt haben wir echt genug Geld. Jetzt müssen wir in unsere Wohnung gehen, weil ich muss warten, bis Max kommt, ja? Deswegen, ich werde mein Auto... Obwohl... eigentlich können wir unser Dings freimachen, Leute. Ich will meinen Tower hier hinbauen. Das heißt, ich muss ja eh die Straße hier weitermachen. Eigentlich müssen wir noch eins breiter machen, aber egal. Wir werden erstmal hier ein bisschen Platz machen. So, und ich glaube, es ist gar nicht mal so doof, würde ich hier ein bisschen mit Beton noch zumachen, ne? Warte mal, erstmal muss ich ja hier... Oh, erstmal machen wir hier ein bisschen zu. Ich glaube, ich will bis... Ja, machen wir hier noch kurz weiter, Leute, aber ich will mein Grundstück hier ein bisschen ready machen. Eigentlich könnte man auch was einleiten, Leute. Ich würde ein Wohnviertel sogar gerne einleiten. Aber das werden wir wahrscheinlich in einem Stream machen oder so. Aber hier könnte man eigentlich das Grundstück bauen, ne? Aber auf jeden Fall... Obwohl, hier gibt es doch schon eine Straße, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterbauen. Muss ich ja mit den Leuten besprechen. Also, was ich mir überlegt habe, hier können wir eigentlich auch noch ein Hochhaus hinbauen, ne? Direkt hier hin. Nur den Platz hier ein bisschen frei machen. Meine Freunde, schreibt mal in die Kommentare rein. Sollen wir hier unser Grundstück bauen? Und was ich auch noch machen will, ist halt wirklich ein Wohnviertel, ne? Dann haben wir hier unser Dings... Ja, bei dem halt hinten ihre Häuser, aber das sind so Larifari-Häuser. Ich würde gerne so ein schönes Villa-Viertel machen, ne? Vielleicht im Berg hoch oder so? Eigentlich muss das Villager-Dorf einmal komplett zerstören. Der Flughafen hier, ja, aber am Flughafen will man auch nicht wohnen. Ah, Leute, ich will, obwohl, eigentlich geradeaus durch, an dem Ankäufer vorbei, dort kann man doch eigentlich so ein Villa-Viertel anfangen, oder? Da kann man doch eigentlich hier so ein Villa-Viertel machen. Muss man aber echt viele Blöcke wegmachen. Oder man geht halt, ja, der Zoo ist halt in die Richtung... Wenn man so schräg hier alles wegmachen würde. Ja gut, man kann auch gut Stein verkaufen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Leute, wir werden es mal gucken. Aber ich werde erst mal warten, bis Max kommt, weil ich muss unbedingt ein zweites Auto holen, damit ich meine Verleih anfangen kann, ja? Deswegen, wir parken unser Auto kurz in der Tiefgarage und warten dann, bis Max kommt, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, Leute, wir haben die ganze Zeit hier auf Max gewartet. Er kommt nicht. Aber ich habe irgendwas gehört. Irgendwas in der Lobby drin. Vielleicht ist es ja Max, Leute. Lasst uns mal alles hier vorbereiten, dass wir ein neues Auto uns kaufen. Jo, Mann, Alter, was ist dein Problem? Ey, wer bist du denn? Du Brillenfahrer, Alter, jetzt beruhigst du dich erstmal, machst die Hände hoch. Ja, 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 stell dir mal durch. Ja, 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 so oben. Du, deine Hecke rein. Hey, wow. Hey, pass wow. Auf. Hey, mach hier nichts. Mein schön. Bild, mein sobald Bild. Sobald du irgendwas machen solltest, knallst richtig. Ja, alles gut. Ab, Junge. Was so, wollen was Sie? Hast du eine Hand da? Was hast du eine Hand? Meine Bilder, die du mir abgeschossen hast. Und gib Brot. Mir die Diamanten, Junge. Ich hab gesehen, du hast Dias. Nein, und der hat's gesehen. Ja, hier. Das sind nicht alle meine Diamanten. Hey, meine Wohnung! Meine Wohnung! Hier knallt's ganz schön. Hey, bitte, bitte überfall mich nicht. Oh, was ist das hier für ein Sombrero? Oh, bitte nicht mein Sombrero. Nein, nein. Gib mir mein Sombrero wieder. Weg, weg, weg. Ja, okay. Oh, Kollege. Okay. Okay. Jetzt setzt du dich erstmal hier hin. Bitte, was wollen Sie noch von mir, Mann? Setz dich hier. Ja, okay, okay, okay. Okay. Sie müssen wissen, dass das Gebäude gehört dem Polizeiofficer iCrimex. Sie machen großen Willen. Egal, wem das gehört. Oh mein wir Gott. Sind die.
Wir sind die Bösen. Bösen. Ja, okay. Räuber. Ja, ja, okay, okay, okay. Bitte, ich will keinen Ärger. Weißt du, wie unser Name ist, Junge? Die Bösen. Die Rubiräuber. Die Rubiräuber. Okay, ja, ja bitte, aber lassen Sie mich jetzt bitte in Ruhe. Ich habe Ihnen doch alles gegeben. Na, ich will noch mehr. Gib mir noch was. Ich will, dass du mich zufriedenstellst. Ja, okay, okay, okay. Dafür muss ich aber in eine Truhe gehen, ja? Geh an die, sobald du irgendwas rausholst. Nein. Du machst jetzt erstmal die beiden Sachen raus, deine Hände rauspacken. Okay, okay, ey, das ist nur das Brot, und sobald ja. Sobald du irgendwas in die Hand nimmst, werde ich abknallen, hast du mich verstanden? Ja, ja, hab's verstanden. Guck mal, ich hab Kohle hier, Kohle, mit kann man einen Ofen betätigen. Willst du mich feiern? Ich hab Redstone! Redstone, da können sie wirklich gute Maschine. Redstone ist nicht so. Okay, warten Sie. Ich hab noch was. Oh, was hab ich noch? Wie viel Cola hast du, mein Junge? Nicht viel, ich hab alles schon wieder ausgegeben. Pass mal auf. Ich merke, du kriegst die ganzen Probleme. Ja, bitte. Ich komm jede Woche jetzt vorbei. Nein, bitte und will nicht! Ich hab von dir $500. Och, Mann, aber ich arbeite doch für das Geld. Oh, Mann. Junge, ich sag dir eins, Alter. Was, Leute? Er hat einfach auf mich geschossen. Okay, Leute, das reicht. Das reicht, Mann. Jetzt bin ich richtig sauer. Oh. Aua. Oh. Hey! So, das Autohaus ist das nächste. Das Autohaus, hat er gesagt? Leute, meine Sachen. Nein, das Autohaus. Er will das Autohaus holen, Leute. Ich hab eine Idee, Leute. Wir haben uns noch extra dafür, für den Fall aller Fälle, haben uns noch was gekauft extra, Leute. Wir müssen den unbedingt aufhalten. Leute, wir müssen den aufhalten. Ach, wo ist das Ding hier hin? Oh, hier ist es, meine Freunde. Ich hab niemals gedacht, dass ich das einmal benutzen muss, Leute. Aber es wird Zeit. Die zur Strecke springen, Leute, er will zum iCrimex Autohaus und das müssen wir verhindern. Oh, danach muss ich meine Wohnung reparieren. Aber wir werden ihn auf Koste was wolle, werden wir ihn retten. Okay, wir müssen uns langsam hier anschleichen. Okay, Leute, wir müssen... Ey, da ist er. Bleib stehen! Hey, Mann. Mach keine Faxen! Ich hab auch eine Pistole! Wir müssen uns langsam hier anschleichen. Wir sind hier in Deckung gehen. Wo ist der Typ hin? Wo ist der Typ hin, meine Freunde? Mach die Hände hoch, Freundchen! Hier in Deckung. Da ist er. Hey, Hände hoch! Komm mal her, Junge! Oh nein, wir müssen in Deckung gehen. Ja, hier ist in Deckung, so ist gut, Leute. Komm raus hier! Versteckt sich in deinem Auto, Leute. Ich kann aufs Auto nicht schießen, Leute, sonst geht das kaputt. Oh Mann, es tut mir leid, Max. Oh. Da ist er! Oh, wir müssen auch schnell in Deckung gesprungen. Komm her, Hände hoch! Junge, du legst dich hier mit dem Falschen! Oh, verdammt. Nein, er stimmt mich. Okay, Leute, wir müssen jetzt hier abwarten. Wir müssen dem jetzt ein Ende machen. Ich werde das Auto aus von Max auf jeden Fall schützen! Ah, Hab ich ihn, meine... Nein, da ist er hinten, ist er noch. Oh, Leute, wir müssen ihn erwischen! Oh, zeig dich! Oh, er schießt da hinten, Leute. Nachladen. Okay. Jetzt müssen wir dem wirklich alles geben. Oh, wir müssen nach vorne stürmen! Mit Deckung arbeiten! Wo ist er hin? Ergib dich, Mann! Wir kommen wieder! Jede Woche! Oh, Ich hab ihn! Nein! Ah! Verdammt, Leute, er ist abgehauen! Nein, aber wir haben ihn... Ich glaube, wir haben ihn wirklich weggehauen, Leute, dass er erstmal nicht wiederkommt. Und er weiß, wir werden uns hier wehren. Aber nein, Leute, wir müssen auf jeden Fall hier alles noch reparieren. Oh, Mann, ah, Max, sein Autohaus, Mann, die ganzen Scheiben sind eingeschossen worden. Oh, ich muss das reparieren, weil wenn er das mitbekommt, Leute, wird er ja ganz fuchsteufelwild sauer, der Max. Weil er dann weiß, dass hier geschossen wurde und das ist nicht gut fürs Geschäft. Aber wir werden alles so reparieren, dass man denkt, hier ist nichts passiert. Aber, Leute, wir sind in unserer eigenen Wohnung nicht mehr sicher. Es wird Zeit, vielleicht einen kleinen Bunker zu bauen, wo wir sicher sind. Vielleicht irgendwo unter der Erde oder so. Ja, mit Redstone-Sachen oder so. Ich werd mal abchecken. Okay, meine Freunde, wir haben alle Blöcke geholt zum Reparieren. Außerdem auch hier für meine Wohnung hier, Leute. Oh mein Gott, Alter, hier wurde ja wirklich... Passt das überhaupt?
Warte mal, Leute, hat der... Nee, er hat keine ganzen Blöcke verwendet, aber... Nee, grau? Ist kein Grau hier? Oh, das sieht ein bisschen abstrakter aus, aber ist okay. Oder ah, das schwarze Gläser. Oh, das müssen wir später machen. Oh ne, da können wir nicht runterjumpen, Leute. Egal, meine Wohnung müssen wir später reparieren. Was wir jetzt erstmal auf jeden Fall reparieren müssen, ist iCrimex sein Autohaus. Weil wenn der mitkriegt, dass da hier was passiert ist, dann gibt es Fuchsteufelwild, Leute. Eieieiei. So, wir werden das Ding auf jeden Fall hier reparieren. Und Max, es tut mir so leid, aber ich hab ihn aufgehalten. Das müssen wir Max aber erzählen, dass hier Räuber unterwegs waren und der eine hier das Autohaus von ihm irgendwie ausrauben wollte, Leute. Das werden wir dann hoffentlich alles noch hinkriegen, Leute. So, wir haben jetzt hier erstmal wieder alles repariert. Ich hoffe zumindest. So, ja, doch, repariert. Ist alles repariert. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zurück zu unserer Wohnung und den müssen wir wieder irgendwie einrichten. Und dann außerdem vielleicht eine Metalltür machen mit einem versteckten Knopf oder so. Weil ich kann mir das nicht erlauben, dass jeder einfach so in meine Wohnung reinkommen kann und mich dann ausrauben kann, Alter. Guck mal, was der Typ hier angerichtet hat, Leute. Er hat einfach alles kaputt geschossen. Meine Bilderrahmen. Mein schöner Sombrero ist weg, Mann. Ich habe da extra die ganzen Dinge abgekappt, Leute. Das ist so traurig. Ach, Mann. Junge. Das ist uncool. Ah, wir müssen nach unten. Wir müssen schwarzes Glas machen, Leute. Da führt kein Weg dran vorbei. Mann, jetzt habe ich auch Geld verloren und alles. Jetzt habe ich noch 10.000. Ich muss unbedingt nochmal arbeiten gehen. Und ja, was sollen wir machen, Leute? Was sollen wir machen? Egal, wir haben uns eine Waffe gekauft. Die haben wir zum Glück für etwas Gutes eingesetzt und nicht für irgendwas Böses oder Schlimmes, meine Freunde. Ich hätte ja genauso gut komplett hier ausrasten können und alles abschießen können. Aber so sind wir ja nicht, meine Freunde. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Schwarzes Glas und jetzt können wir endlich unsere Wohnung reparieren. Und da, warte mal, Leute, wir müssen sicher gehen, dass der Typ nicht noch irgendwo hier ist. Ne? Das ist meine Death Location. Leute, vielleicht noch ein bisschen Munition. Wir müssen noch schnell Munition kaufen. Dann gehen wir einmal ganz kurz nochmal zum Schwarzmarkt und kaufen uns mal Munition nach. Damit, wenn der Typ wiederkommen sollte, wir gewappnet sind, ja? Also das lasse ich mir auf jeden Fall nicht nochmal bieten hier. So, wir haben jetzt wirklich gut was an Munition geholt. Und ich werde mir bestimmt nie wieder von irgendwem hier bedrohen lassen, ja? Der Nächste, der mich hier mit der Pistole bedrohen will, bekommt das hier selber zu spüren. Ganz einfach. Ja. Oh, nee, Leute. Nein, das passt mir nicht. Ich darf nicht überheblich werden. Die Waffe macht mich nicht zu einem stärkeren oder besseren Mensch. Die Waffe soll nur dafür dienen, dass ich mich und meine Freunde aus Notsituationen retten kann, wenn jemand anderes mit einer Waffe ist. Ansonsten benutzen wir keine Waffen. Das ist wichtig. So, wir checken mal ab. Ist das jetzt hier besser? Ja, das war schwarzes Glas, Leute. Das war schwarzes Glas. Und das werden wir jetzt auch hier überall ransetzen. Jetzt habe ich mich hier überall verbaut. Ah, hier hat er auch noch überall hingeschossen. Ey, was war das für eine doofe Aktion von dem Typen, ja? Okay, wir konnten hier einiges reparieren. Ja, super, meine Bilder hat er halt auch von der Wohnung runtergeschallert. Aber ist nicht schlimm, meine Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Überfall auf iCrimex, auf Powerberger Performance zu verhindern. Das haben wir geschafft. Wir haben auch... Ja, leider hat er mich überfallen, Leute. Er hat mir Diamanten geklaut. Aber wenn diese Sombrero oder diese Räuber, diese bösen Jungs, die werden wir noch erwischen. Wenn es das Letzte ist, was ich tue, Hauptsache meine Freunde sind sicher in Minecraft-Stadt, meine Freunde. Aber das war's gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns demnächst wieder auf meinem Kanal, Leute. Tschüss, euer Armin. Ciao.